Heute ist Stichtag. Tatsächlich hat schon gestern eine 101-Jährige den Startschuss verabreicht bekommen. Und ich frage mich, ob diese Frau, die nun wirklich alles durchgemacht hat in ihrem Leben, 1919 geboren, tatsächlich ihre Einwilligung gegeben hat. Ich kann mir vorstellen, wenn man über 100 ist, dass einem dann auch wahrscheinlich mehr oder weniger alles egal ist. Und wollen wir hoffen, dass es hilft. Aber hundertprozentige Beweise gibt es bekanntlich nicht. Allein schon die Vorstandsmitglieder und der Chef selbst von BioNTech ist ja mehrmals gefragt worden, ob er sich nicht auch impfen lassen möchte. Und dann hat er ausweichend geantwortet, zumindest in der Tagesschau. Also er hat nicht gesagt, ja, wir sind alle bei der ersten Reihe sofort dabei, wir trauen unserem Stoff und wir sind die Ersten, die ihn uns verabreichen. Nein, er war eher distanzierter und das gilt wohl auch für alle anderen Hersteller. Denn letzte Risiken können nicht ausgeschlossen werden. Das weiß jeder, auch wenn die Medien geradezu in Triumphstimmung verfallen, gerade was die Impfung dieser 101-Jährigen angeht. Die Frage ist natürlich auch, ob dieser Stoff tatsächlich geeignet ist, die zahlreichen Mutationen, die erst jetzt aufpoppen, überhaupt auch mit, ja, ob das ein Wirkstoff dagegen ist oder ob die Mutationen, ob man da gar nichts gegen machen kann, beziehungsweise der Stoff dagegen gar nicht hilft. Auch das ist in letzter Konsequenz noch nicht nachgewiesen. Der Chef von BioNTech zum Beispiel hat gesagt, dass er das vermutet, aber beweisen kann das nicht. Er braucht ungefähr 14 Tage, um angeblich festzustellen, ob auch Mutationen davon betroffen sind, ob der Wirkstoff auch dagegen hilft. Also Fragen über Fragen. Und irgendwie stellt sich mir das Ganze so dar, dass es zwar als Hoffnung verkauft wird, die es hoffentlich ist, aber dass keineswegs irgendwie sicher ist, dass es tatsächlich wirkt und das Ganze eher so an eine Art großes Experiment erinnert. Die Frage ist natürlich auch, ob bei der Letalität, die wir in Bezug auf die Krise zu verzeichnen haben, es überhaupt angesagt ist, dass sich auch kerngesunde Menschen beispielsweise impfen lassen. Also diese Frage muss man stellen, denn Nebenwirkungen gibt es immer. Und die Frage ist, also welcher Nutzen sowas hat, wenn die meisten Leute ja das sowieso A überstehen und das überhaupt merken, B leichtere Verläufe haben und die meisten sowieso überleben. Also da muss man sich fragen, ob dieser Stoff tatsächlich das geeignete Mittel ist, dagegen vorzugehen. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum die Wissenschaft und auch die Industrie nicht an einem einfachen Medikament arbeitet. Ja? Also ein Medikament, das bei Ausbruch der Krankheit verabreicht wird und diese Krankheit dann besiegt. Ich stelle mir vor, dass ein Medikament die viel einfachere Variante ist, als so einen hochkomplizierten Impfstoff zu entwickeln, von dem man ja in letzter Instanz nicht weiß, wie er tatsächlich wirkt und welche Nebenwirkungen er hat. Das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Und nochmal, ich erwarte von den Impfstoffherstellern, dass sie sich eigentlich zuerst impfen lassen und dann auch gleich die ganze Regierung mit dabei. Und dann werden wir mal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Ja, also das Milliardengeschäft blüht. BioNTech wird wahrscheinlich für 10 Milliarden Euro Stoff verkaufen. Also das ist eine gute Angelegenheit. Da kann man nur die Daumen drücken, dass das gut geht in der Zukunft. Wichtiger wäre es jedoch, ein Medikament zu entwickeln, das bei Bedarf eingesetzt werden kann und dann den Krankheitsverlauf abmildert oder die Krankheit gar ganz nach unten bringt. Bei der Gelegenheit heute ist Spahn, unser Gesundheitsminister, zum beliebtesten Politiker in Deutschland gekürt worden. Von wem? Von der Bild. Ist ja auch interessant, ne? Irgendwie verrückt, also wie unsere Politiker in den Mainstream-Medien gehätschelt und hofiert werden und immer wieder neue Umfragen entstehen, dass sie doch so beliebt sind, wie vor 2-3 Tagen war es, glaube ich, beim Spiegel. Der hat festgestellt durch eine Umfrage, dass die Frau von der Leyen eine in der Beliebtheitsskala ständig nach oben steigt. Das sind doch mal gute Nachrichten. Derweil hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung heute
eine schlimme Prognose für das Jahr 2021 im Hinblick auf die Wirtschaft gegeben. Da muss man jetzt nicht unbedingt Chef eines Wirtschaftsinstituts sein, um zu wissen, dass die nächste Zeit bitter wird. Also Sie sprechen von einem regelrechten Pleite-Tsunami bei den Unternehmen und in der Wirtschaft, der uns im nächsten Jahr erwartet, nämlich dann, wenn aus irgendeinem Grund die Staatshilfen bei einigen Unternehmen aufhören zu fließen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch in diesem Jahr schon entsprechend viel kaputt gemacht worden. Das Insolvenzrecht ist ja quasi außer Kraft gesetzt worden. All das wird sich im nächsten Jahr bitter rechnen und dann rächen. Und dann kriegen wir die Quittung präsentiert. Das ist schon mal ganz, ganz klar. Unterdessen muss man sich wirklich Sorgen machen um die Freiheitsrechte, die Demokratie und die gesellschaftliche Verfassung in Deutschland. Also die Art und Weise, wie die Polizei in diesem Regime durchgreift, die ist wirklich sehr, sehr bedenklich. In Sachsen wurde ja beispielsweise eine Skatrunde aufgelöst, weil mehr als zwei Haushalte. Dort drohen erhebliche Bußgelder. Also die Polizei kann da ganz schön drakonisch vorgehen. In Bayern ist ein Opa bei einer Straßenkontrolle angehalten worden, weil er seine beiden Enkel nach Hause fahren wollte, nach der Sperrstunde. Ausgangssperre in Bayern bekanntlich ab 21 Uhr. Dagegen hat er verstoßen, hier ein Bußgeld von 500 Euro. Das ist schon irre, wie der Staat da, also drakonische Bußgelder für eigentlich Bagatellvergehen durchsetzen will. Der Mann hat es ja wirklich nur gut gemeint. In Essen ist, glaube ich, mit einer Hundertschaft ein Gottesdienst aufgelöst worden. Also die Polizei ist schon stark beschäftigt und die Städte und Gemeinden kassieren kräftig ab. Es ist jetzt eine Liste veröffentlicht worden, in der Bild, glaube ich, die Städte, die am meisten kassiert haben bisher mit dem Corona-Regime. Da steht ganz oben Stuttgart. Die haben 1,9 Millionen oder fast 2 Millionen Euro bisher eingenommen. Ist also eine schöne Einnahmequelle, viel lukrativer als beispielsweise Parkknöllchen oder zu schnell fahren. Also denn die Strafen bei Nichtbeachten des Regimes sind ja sehr viel höher. Auf Platz 2 steht, glaube ich, München mit 1,8 Millionen, die sie bisher eingenommen haben für Vergehen gegen die Vorschriften, die wir aktuell haben. Und dann haben wir noch Hamburg mit 1,2 Millionen. Also das rechnet sich ganz gut. Die Untertanen werden ausgequetscht. Erst kommen die Daumenschrauben, erst zerstört man ihre wirtschaftliche Existenz und dann bittet man sie noch zur Kasse, wenn sie irgendwo Skat spielen oder was weiß ich, nach der Sperrstunde irgendwelche Enkel nach Hause bringen. Da muss man sich wirklich fragen, in welchem Land leben wir eigentlich? Diese Frage stelle ich mir immer wieder neu. Herr Kühnert hat ja vor ein paar Tagen, der SPD-Vize, beziehungsweise kennt ihr den Kühnert von den Jusos da, durfte sagen, dass ein Ende des Lockdowns in weiter Ferne gerückt ist, also Lichtjahre entfernt sei ein Ende des Lockdowns. Also da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, was das bedeuten wird. Also das nächste Jahr können wir völlig abhaken. Ich sehe eigentlich schwarz und ich glaube nicht unbedingt, dass die Impffantasien der Regierung und der Mainstream-Medien aufgehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier durchaus zu Problemen kommt. Herr Söder hat ja schon gesagt, dass für die Geimpften keine Sonderregeln gelten. Die müssen jetzt trotzdem mit Masken und so weiter rumlaufen. Man könnte ja meinen, gut, wenn man sich impfen lässt, dass man dann wenigstens wieder einige Freiheitsrechte mehr hat. Aber da hat die Politik schon unisono vorgebaut und gesagt, das geht gar nicht. Auch die Geimpften müssen alle so tun, als wären sie nicht geimpft und anstecken. Und hinzu kommt ja auch, dass man noch gar nicht weiß, ob diese Geimpften tatsächlich immun sind, weil wir hatten ja auch immer diese Reinfektionsgeschichten, auch schon bei den Leuten, die es hatten, wie zum Beispiel Herr Spahn hat es ja auch, Herr Trump hat es gehabt, der brasilianische Präsident hat es gehabt, viele Politiker, Macron hat es auch gehabt. Ich meine, die haben es ja alle überlebt. Ich meine, das ist ja schon mal ein klares Zeichen, dass die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn man da infiziert wird, selbst wenn man sogar erkrankt, dass es gute Chancen gibt, dass man das auch gut überlebt. Aber wie gesagt, die Impfung bringt offenbar keine neuen Freiheitsrechte, wo man sich dann fragen muss, ja, warum macht man es dann? Okay, für die anderen. Aber wenn man die anderen dann trotzdem anstecken kann, obwohl man geimpft ist, also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen, die alle völlig ungeklärt sind. Und am Ende bleibt dann unterm Strich wahrscheinlich nur die Nebenwirkungen, die man hat.
Das ist doch wirklich eine Geschichte, die man wirklich beachten muss, dass trotz dieser Impffantasien die Freiheitsrechte so schnell nicht zurückkehren. Und das Worst Case wäre natürlich, wenn diese Fantasien gar nicht aufgehen. Probleme könnten ja kommen, das wissen wir alle. Und dann wird es ganz, ganz bitter in dieser Republik. Insofern keine guten Aussichten auch fürs nächste Jahr. Ich bleibe dran, habe noch ein paar Interviewpartner vorbereitet. Bin mal gespannt, ob wir die kriegen. Und dann werden wir weitersehen. Unser offizieller Telegram-Kanal, MM News offiziell, hier unter dem Tube. Dort werdet ihr über die neuesten Ereignisse immer sofort informiert. Dort könnt ihr mir beitreten. Bis bald.